Der Earth Overshoot Day in Österreich. Wir konsumieren wie die Kaiserinnen. Hallo, mein Name ist Florian Boschek und ich bin Klimaaktivist und Student aus Wien. Gestern am 7. April war in Österreich der Earth Overshoot Day. Das bedeutet, dass Österreich seine natürlichen Ressourcen für das Jahr 2021 schon völlig ausgeschöpft hat. Das bedeutet auch, wenn die ganze Erde so konsumieren würde wie Österreich, würden wir insgesamt 3,5 Erden brauchen. Denn die Durchschnittsösterreicherin und der Durchschnittsösterreicher verbrauchen im Schnitt pro Tag 70 Kilogramm an Materialien. Darunter fallen Lebensmittel, aber auch Produkte des täglichen Bedarfs wie Kleidung, aber auch die Infrastruktur um uns herum, um Gebäude aufrechterhalten zu können und Straßen etc. Und um diesen Wert zu mindern und den Earth Overshoot Day in Österreich nach hinten verlagern zu können, müssen einige politische Akzente gesetzt werden. Unter anderem der Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, dass man Produkte länger in unserem Kreislauf der Wirtschaft haltet. Zum Beispiel Bananen, die schon etwas braun sind, nicht sofort wegzuwerfen, sondern noch weiterzugeben und zu konsumieren. Oder Kleidung und Wäsche, die nicht verkauft wird, nicht sofort wieder ins Ausland zu schiffen und dort zu verbrennen. Die Grünen haben zum Beispiel einen Vorschlag gemacht, ein Pfandflaschensystem einzuführen. Umgesetzt worden ist es noch nicht, aber es würde unser Abfallsystem auf jeden Fall aufwerten und unseren Materialkonsum in Österreich senken. Es bleibt auf jeden Fall spannend, inwiefern die Bundesregierung die Kreislaufwirtschaft noch thematisieren wird. Wir werden hier im Dauerbrenner auf jeden Fall dranbleiben. Like, shared und seid auch nächste Woche wieder dabei beim Dauerbrenner.